Oh ja, lass uns Kock mal probieren. Finde ich gut. Müssen wir jetzt mal Wasser holen. Mein erstes Wasser ist ja ausgelaufen. Jetzt ist Jinx auch noch ausgerutscht und hat sich das Bein gebrochen. Das ist aber ein Boots-Game hier, würde ich sagen. Also wir Karma. Oder wir gehen halt Träne. Ne, nicht Träne, sondern wir gehen halt das. Das können wir auch machen. Ja, ich wollte das mal ausprobieren. Early AP zu gehen, weil der eh ja krass gebufft wurde. Und dann gucken wir mal. Nur der E kostet ja gar keinen Mana. Hä, ich bin die ganze Zeit Full Mana. Ich habe ja wirklich keinen Mana. Look at this. Ich bin immer noch Full Mana. Ah, oh, sie ist aus meinem Heal rausgeflasht. Sie ist aus meinem Heal rausgeflasht. Was ein Desaster. Sehr unlucky. Unlucky, my bad. Junge, wir spielen ja mit Menschen. Ich wusste gar nicht, dass League of Legends, dass man Menschen im Team hat. Wisst ihr, Guys, es gab eine Zeit in League of Legends, da hat jeder mit Chat gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, in League of Legends den Chat zu benutzen, aber das gehörte mal zur Normalität. Das waren die goldenen Zeiten. Meine Autoticks machen gar keinen Damage. Das ist schon ein Free Dive hier. Aber der Lee Sin will nicht. Na gut, dann halt ohne dich, Lee Sin. Na, das fühlt sich schon geil an, Early, die zwei Punkte in Q. In E. Du hast halt so viel mehr Lane Control. Das ist schon geil. Wenn wir jetzt Rage Blade gehen, dann habe ich ein bisschen sehr wenig AD, ne? Oder gehen wir Blade jetzt, ist die Frage. Ich glaube, wir gehen Blade jetzt. Stimmt, wie League of Legends ohne Pings war, erinnere ich mich nicht. Das ist zu lange her. Da kann ich mich wirklich einfach nicht mehr dran erinnern. League ohne Pings kommt mir ganz fremd vor. Das ist für mich schon so fester Bestandteil des Spiels. Ich lasse lieber, wenn wir zu uns pushen. Also, ich habe gespielt während der Zeit, aber das ist so entfernt, dass, also ich kann das nicht mehr visuell in meinem Kopf irgendwie rekonstruieren. Das war nur, man hat nicht SS gecallt und dann war es nice SS Noob. Also, ich glaube, gegen so eine Lane, die mich theoretisch hart outranged, waren diese Early 2 Punkte im E echt angenehm. Wenn man halt dadurch, seht ihr das, wie schnell ich die Wave pushe? Das ist schon krass. Ja, der ist top. Ari moved auch top. Wir können hier einmal ganz böse reinflippen, wenn die hier keine Vision haben. Schade. Oh, Alpha. Das war wirklich, das war Baba von der Jenna, habe ich gefühlt. Oh, der Kog'Maw macht ja übel Spaß. So, und jetzt haben wir auch endlich AD. Also jetzt sieht das System uns als AD-Champion. Das heißt, wir haben jetzt nochmal ein bisschen Adaptive AD dazu bekommen. Aber tatsächlich nur 5, also macht gar nicht so einen krassen Unterschied. Okay, Karma ist Mitte, das heißt, wir gehen jetzt hart für dieses Plating hier unten. Ich frage mich immer, ob das eine Situation ist, wo man aus Base Midlane laufen könnte. Ich glaube, man könnte es, aber auf der anderen Seite war es ja nicht unbedingt vorherzusehen, dass da Mitte so ein Fight ausbricht. Oh, die ist wirklich wieder da. Schade. Ja, wir hätten zwischen den Türmen weiterspielen sollen. Dass sie hier absurfen dürfen, ist frech. Ha! So close. Nee. Wie hat die das überlebt? Frech, sehr frech. Also das Einzige, was man natürlich merkt, ist, diese zwei Punkte im E bedeuten halt effektiv natürlich, dass dir zwei Punkte im Q fehlen. Und dadurch fehlt dir halt jetzt gerade so im Midgame ein bisschen dieser Attack Speed. Also das merkt man schon irgendwo. We have to help top. So, Junge, ich fühle mich wirklich, als ob ich in einer Zeitmaschine und auf einmal wieder in Season 3 bin. So, der schwierige Part mit Kog'Maw ist jetzt nicht die ganze Zeit, jeden Fight zu nehmen und permanent runterzurennen. Ich habe immer das Problem mit Kog'Maw in der Situation, dass ich einfach nur noch in den Gegnern ins Gesicht renne und mich dann wundere, warum ich kein Farm habe. Das ist so ein altbekanntes Kog'Maw-Problem für mich. Okay, mein Team kriegt hier Top-Lane-Turret. Das heißt, wir nehmen Midlane einfach ganz entspannt. Oh. Ah. Ich glaube, wenn der da nicht healt, kill ich ihn, weil dann kriege ich Blade of Druin King Proc und klaue Movement Speed. Warum kein Ghost? Oh, ich bin actually dead. Boah. Das ist ja lame, dass sie mich da runterrennen konnten. Sie hat einfach hier Ult. Boah. Das war...
Das war unfair. Das war sehr unfair. Ich habe keinen Ghost mitgenommen, weil ich dachte, dass das Heal auf der Lane ziemlich nützlich sein könnte, weil die Lane relativ schwer zu spielen ist. Das Beispiel hat eigentlich, das zeigt eigentlich ganz gut, was Riot mit dem Blogpost meinte, mit diesem Gameplay-Warping, ne? Würde Everfrost nicht existieren, dann hätte es eine Welt gegeben, in der ich da die Ahri outplaye und den Charm dodge. Aber dadurch, dass sie Everfrost hat, geht jedes Outplay-Potenzial, was ich hatte, verloren. Wird Everfrost nicht getroffen? Ja, aber der Slow reicht ja schon. Also du hast halt gegen einen Champion wie Ahri sehr viel weniger Counterplay wegen Everfrost. Genauso wie Rek'Sai zum Beispiel. Du hast wegen Prowlers auch sehr viel weniger Counterplay gegen Rek'Sai, weil der dich halt einfach anprowlerst. Also das Gameplay wird halt komplett gewarpt. Irgendwie ist mein Damage sehr underwhelming, aber der Typ ist auch ein Fulltank. So, jetzt haben wir Rageblade. Das Team ist richtig wholesome, oder? Das ist gerade eine richtig positive Experience. Irgendwie bringt es ein bisschen mehr Emotionen ins Spiel rein. Also positive Emotionen. So, und jetzt gehen wir Wits End und dann gehen wir Juggshow. Wenn wir Juggshow haben, ist das Game gewonnen. Hier ist noch eine Niederlage irgendwo. Yo! Mein Damage? Hä? Ist ja übergeil. Lebe! Yo, Kog'Ma, geiler Champ. Hä? Das war ja voll gut. Oh mein Gott. Hä, wieso lebt die immer noch? Wie ist die nicht gestorben? Wie ist die Nidalee nicht gestorben? What the fuck? Nee, das ist frech. Das war frech. Jon ist ja schon wieder tot. Hm. Ja, jetzt kommen wir halt so langsam an dieses klassische Problem, dass ich halt aber absolut hart outranged werde. Ah, too late. Da fehlt mir jetzt halt so eine Lulu, ne? Oh, lol. Ja, die Gegner outrangen mich halt, ne? Ich bin gegen 5 Range Champions, das ist ein bisschen rough. Ich kann halt einmal reinflashen und dann war's das. Ah, zu spät geht, du Noob. Ja, sobald du dich dreimal autotacken lässt, bist du am Arsch wegen meinem Ghostblade, wegen meinem Blade of Ring King Proc. Das war, glaube ich, alles mein Damage, oder? Boah, holy shit. Guck mal, Late Game schallert schon wirklich böse rein. Boah. Ja, also dieses Range-Problem habe ich ein bisschen gemerkt in dem Game, aber abseits davon hat sich geil angefühlt. Das war irgendwie ein cooles Game, das hat Spaß gemacht. Da waren auch die Leute echt mal korrekt, ne, im Chat. Das war eine coole Experience. Jetzt ist Jinx auch noch ausgerutscht und hat sich das Bein gebrochen. Together.